Willkommen zu meinem subjektiven Vergleichsvideo meiner drei Tandem-Fahrräder. Und wir starten mit dem Kitter-Tandem. Das ist im Vergleichstest das leichteste Fahrrad. In der Mitte haben wir das Roland Ad-Bike. Das wiegt etwa, also Trailer plus Zugfahrrad, 25 Kilo. Und das Follow-Me-Fahrrad wiegt 18 Kilo plus Kinderrad 11, also 29. Und das Kitter ist das leichteste davon. So, wir fangen an. Fertig. Auf dem Fahrrad ist zufällig auch noch ein Kindersitz drauf. Das heißt, man kann zwei Kinder transportieren. So, jetzt, man sieht, die Montage ist kinderleicht. Ich nehme den Kindersitz mal ab. Er steuert jetzt bei dem Test. So. Ja. So, und das ist unser Follow-Me-Tandem. Das Besondere an dem Gerät ist, dass man das Kinderfahrrad nachher abstöpseln kann. Jetzt fährst du noch mal alleine. So. Bitte schön. Wird dabei jetzt hochgeklappt und ich kann einfach damit losfahren und zusammen mit dem Kind, das alleine fährt. Und ich muss dazu sagen, dass ich praktisch mit den ganzen Tandems noch keine, also nicht mehr als 15 Kilometer gefahren bin, weil die Kinder, ja, es hat sich bisher einfach nicht ergeben. Aber es ist für mich vor allem ein Thema der Sicherheit im Straßenverkehr, bergab, berghoch, ist das auf jeden Fall sicherer, mit den Kindern in diesen Tandemlösung zu fahren, als alleine fahren zu lassen. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich habe euch inspiriert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.